Hallo und willkommen zurück zu Flinks spielt Factorio, Folge Nummer 35, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sieht gut aus. In dieser Runde mache ich noch ein paar Basen platt, die mich die ganze Zeit angreifen. Mit dem System, was ich herausgefunden habe, oder weiß ich nicht, rausgefunden, mir halt einfach eingefallen ist, sollte das jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe, das hat euch nicht alle so abgehalten. Aber wie gesagt, ich habe viele Factorio Let's Plays gesehen und die Idee, die mir gekommen ist, habe ich noch nicht irgendwo realisiert gesehen. Und schon wieder Bäume zwischendrin. Darum, darum, darum. Geht da lieber außen rum und ich könnte Bäume abbauen. Ich will es ja einigermaßen schnell machen. Boah, ist das eklig fies. Ich bin so gemein zu den Aliens. Wow. Okay, nein, das sollte nicht lange dauern. So, einmal abbauen. Das werde ich einmal ins Factorio-Forum posten. Da bin ich mal gespannt, was die Leute zu sagen. Wird alles abgeliefert? Das sieht so aus. Ja. Rausholen, abbauen. Abbauen. So. Die sind weit genug weg. Okay. Aber da, die muss ich noch machen. Also die beiden hier und dann. Ist gut mit Alienjagen erstmal. So, weg hier. Mitnehmen. Ich denke, mit dem System, man kann das System ja auch ausbauen, dass man da nicht nur 8 Lasertürme reinbaut, sondern dann noch den äußeren Ring macht. Da sind die Lasertürme zwar angreifbar, aber das wird so schnell gebaut und ich habe ja auch die Roboter mit den Reparaturpacks dann dabei. Das ist nicht mehr fein. Ich glaube, da müssen sich selbst die Leute wie ich, die mit den Reflexen und so weiter vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date sind, keine Sorgen machen. Klar, man muss erst die Lasertürme erforscht haben, man muss genug Strom haben, man muss die Logistik erforscht haben. Aber ich denke, das sollte alles so im Großen und Ganzen nicht das Problem sein. Solange man nicht im Death Mode spielt, also im Todesmodus, das
Es hat sich eingebürgert für die Spielweise, wo man die Aliens auf. Hoch. Muss ich jetzt mal gucken. Da. So eine komische Anzeige haben. So viel Strom verbraucht, dass das Ganze tatsächlich. Ich habe keinen Brennstoff mehr. Okay, kleiner Zwischenabstecher in die Basis. Ich muss sehen, dass ich mehr Brennstoff herstelle. Ja, dass ihr nicht richtig arbeitet, ist mir klar. Weil kein Strom. Öl ist noch genügend da. Ihr arbeitet auch noch. Das ist knüppeldicke voll. Das ist komplett leer. Das ist komplett leer. Da ist das Problem. Man da jetzt? Leichtölsachen weg. Nimm drei von den Leichtölsachen weg. So, und dann mache ich was ich eigentlich nie gedacht hätte, was ich machen werde. Da sollte keiner hinschauen. Prinzip einen ganzen Kanister mit Petroleumgas weggeschmissen. Das ist ein Viertel von dem, was ich hier in den Lagern habe. Ich hätte auch dazu bauen können, aber da hätte ich jetzt bauen müssen und sowas. Das ist die schnellste Methode. Und da ich scheinbar so viel Petroleumgas produziere, dass ich nicht mal mehr mit der Produktion von den den festen Stoffzellen mitkomme. Ging mir das jetzt schneller. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Kupfer mit reinkriege. Habe ich hier noch ziemlich viel sogar. Dass ich das jetzt einfach mal mit aufs Band packe. Ich will das dann schon gemischt haben. So, jetzt warten wir mal, bis sich das wieder ein bisschen gefüllt hat.
die richtige Balance finden, beziehungsweise irgendwie finden, wie ich den Öl-Output so hinkriege, dass der dann auch wirklich funktioniert. Okay, ich habe jetzt eine ganze zwei Folgen lang ziemlich energieintensiv gearbeitet. Es wird gerade Nacht, wenn ich mich recht entsinne. Kohle kommt natürlich auch langsamer rein, wenn nicht schnell genug gefördert wird. Soll ich da jetzt noch ein paar Roboter hinbauen? Hilft das auch nicht viel, weil wieder Energie abgezogen. Gut, wird es langsam wieder Tag? Ja, sieht so aus. Gut, dann sollte sich das jetzt mit dem Energiehaushalt und dem Fördern von der Kohle und wir gucken noch kurz nach den Feststoffbrennzellen. Und nehmen wir dessen mal die nicht mehr benutzten Förderroboter mit. So, jetzt arbeitet zumindest mal alles wieder. Ja, doch, da kommt wieder was. Die arbeiten auch wieder, die werden hier schön untertransportiert. Aber das ist ein komplettes volles Band mit Feststoffbrennzellen verbraucht. Hab ich selber auch noch nicht gehabt. So, das wird jetzt hier alles mit reingemischt. Dann hoffen wir mal, dass das auch alles noch nicht so richtig. Ja, so langsam wird das. So langsam kommt auch mehr angeflossen. Auch nicht genug mehr, aber mehr. Hier einfach nochmal die beiden Sachen drauf knallen und hoffen, dass dazwischen noch ein paar immer noch 31 und 6. Ich verteile mal die ich noch bekommen habe. Mal. Zumindest die Stromversorgung noch ein bisschen besser ist. Tagsüber.
König. Da müssen wir auch noch mal nach der Produktionsstelle sehen. Gut, das sieht jetzt wieder gut aus. Mein Akku ist voll, meine Energieerzeugung hier arbeitet. Die arbeiten auch alle. Gut, ja. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht die ganze Folge Aliens jagen, was ich ja jetzt noch nicht getan habe. Auch wenn ich jetzt im Prinzip erst in der Fabrik ein bisschen gearbeitet habe und dann die Aliens weiter jagen gehe. Aber ich denke mir, ob ich das nun so oder so mache, sollte eigentlich egal sein. Eisenerzfeld, falls ich mal wieder Eisenerz brauche, was ich garantiert brauche. Das wäre dann auch mal so eine Möglichkeit. Mal kurz gucken, wie weit reicht der. Oh, perfekt, beinahe. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Bis dahin reicht auf alle Fälle. Das könnte eigentlich auch reichen. Also, bauen wir den hier hin. Da kommen dann meine Roboter rein. Und weg da und tot. Gut. Ja. Nicht gespeichert. Gut, ich werde noch die Energieversorgung zum Laufen bringen und ja, ich schaue, wie schnell das geht und sehen, dass ich dann noch so, das steigt gerade wieder, das sinkt gerade wieder, das steigt gerade wieder. Mal kurz nach den Fabriken. Ja, ich weiß, ihr habt zu wenig. Was sind die denn? Na toll. Ich doof. Okay. Kein Wunder, dass das nicht klappt. So. Sind die im System? Ja, die sind im System. Jetzt auch funktionieren, weil ich die Sachen, die ich produziert habe, endlich ins Netz geholt habe. Was ich vielleicht schon ein bisschen vorher hätte tun sollen. Ja, keine Fehlermeldung von wegen es fehlen Sachen.
Und jetzt wird's Nacht. Ja, ja. Wo bleibt ihr Robbys? Da bleibt ihr Robbys. Ach ja, den habe ich auch noch nicht umgebaut. Und der Ressort. Wegnehmen. Team liegt mit hinbauen. Wegnehmen, hinbauen. So. Dann müsste ich eigentlich auch da noch rankommen. Hier kann ich durch, das weiß ich. So. Ja, passt wieder. Es werden geladen. Natürlich nicht viel länger. Okay. Ich habe noch 4 Minuten. So, das ist so die Länge, die ich mir vorgenommen habe. Also werde ich jetzt nochmal schnell nach da unten gehen. Und schauen, ob ich zumindest schon ein bisschen in die Richtung gehen kann. Und wenn das so klappt, wie ich das eigentlich denke, sollte ich eigentlich auch diese eine Basis raushauen können. Ich muss mir bloß angewöhnen, nicht zu dicht an die Basen ranzugehen, beziehungsweise wenn ich dann schon so dicht rangehe, auf alle Fälle dafür zu sorgen, dass ich vorher eine Rückzugsmöglichkeit habe. Ich weiß, ich bin ein Feigling und ich weiß, ich benutze überlegene Technologie gegen arme Eingeborene, aber nee, so geht das gar nicht hier. Nicht einfach ankommen und mich tot machen wollen. Das müsste aber erstmal alles gewesen sein. Das war der normale Angriff auf meine Mauer. Das war jetzt noch keine Reaktion auf mich. Den Angriff haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gesehen. Bloß da war ich noch am Arbeiten an der Energie. So, da oben. So, wie weit kommen wir mit dem? Bis dahin. Einen kann ich noch. Und dann kommt als erstes noch so ein Turm. Wobei der denn geht. Dann kommen als allererstes Lasertürme hin. Und nicht wie andersrum, erst die Kiste und dann die Lasertürme. Ich brauche die Lasertürme sofort. Hier kommen die Roboter rein, die Repair-Packs rein, die Kiste kommt hier hin, in die Kiste kommen die Türme, die Lasertürme, auch die Lasertürme, die Mauern, die Mauern. Und als allererstes machen wir uns Platz. Und bevor die da jetzt weiter so einen Rumbox machen, bauen wir als nächstes ein. Natürlich, okay, erst nochmal. Und dann bauen wir, soweit es denn geht, wir machen erstmal hier noch einen Turm hin, dann
ich mich rechtzeitig reinplatziere, werde ich auch gleich mit eingemauert, was schön ist. Und dann machen wir uns erstmal noch mal ein bisschen Platz hier. Den auch noch weg, die auch noch weg. Und dann kriege ich wieder Besuch. Sollte wunderbar sein, genau. Da, Repair-Roboter. Gut. Nächsten. Könnte man beinahe überlegen, ob man das nicht auch mit den großen Türmen macht. Die gehen dann weiter. So, jetzt muss ich mich aber hier mal selber rauslassen. Den nächsten. Wie viel haben wir da noch drin? Noch 21 Türme, 8, 16, 24. Also, zwei schaffe ich noch. Dann muss ich einen abbauen. Zumindest die Lasertürme. Einer. Den habe ich falsch gebaut. Soll ich mal das hier reparieren, bevor die abbauen? So. Da sollte man dann auch aufpassen, dass man richtig baut. Besser aus. Vorsichtshalber nochmal nachgucken. Ja, einmal kann ich noch. Tatsächlich. Ich noch Mauern? Nee. Okay. Hoffe ich mal, dass sie das aushalten, solange ich hier ein paar Mauern abbaue. Und dadurch natürlich auch ein paar Lasertürme. So, die hier müsste ich eigentlich auch schon abbauen können. Und wie gesagt, nächstes Mal mit mehr Ressourcen gehen, dann klappt das auch mit den netten Nachbarn. So, das waren die Nachbarn da drüben. Ja, ich habe den da hinten gesehen. Aber den nur von der anderen Seite. Das hier wollte ich halt auch noch schnell erledigen. Ja, ich habe länger als 5 Minuten gespielt. Die beiden können wir auch mit abreißen. Oh ja, da müssen sie noch ein bisschen was tun. Ja, während die da tun, reiße ich hier die Lasertürme ab. Die wollen wir ja auch mitnehmen. Die armen Roboter müssen tanken. Energieversorgung sieht wieder gut aus.
So, jetzt sind die auch gleich fertig. Da sind noch zwei. Ein rotes X. Noch ein rotes X. Da kommen die letzten angeflogen. Ich hoffe, der hat noch genügend Energie, um es in die Kiste zu packen. Jo. Also Kiste rein. Ort damit. Zack. Dann bauen wir einen langen Turm. Den wir mit Lasern bestücken. Einen kurzen Turm. Den wir mit einem Orbiport bestücken. Den wir mit Robotern bestücken und mit Repair-Packs und wir eine Kiste dran bauen. In die Kiste bauen wir Lasertürme, Mauern und Strommasten. Und dann bauen wir noch ein Tor. Weil ein bisschen mutig sind wir. Und dann bauen wir Laser Force. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden, aber ich habe ja Gott sei Dank noch einen Roboport dabei. Der wird dann einfach noch angebaut an die Reichweite. Die Alien-Artefakte da oben darf ich nicht vergessen. Ah, erste Welle abgewehrt. Passt das nicht? Tatsächlich nicht mehr passt. Ah, hab ich wieder nicht aufgepasst. So, aber das war halt mal so. Ich habe nur 13, das heißt, einen kriege ich noch hin. Und das ist auch so genau der Bauradius. Hier sagen, darum, darum, darum und abbauen und abbauen. Eigentlich machen wir noch einen weiter, weil ich brauche nämlich eigentlich drei, weil bei dem einen muss ich noch die Mauern bauen. Noch ein, zwei Robot hin, der dann natürlich ein kleines Robonetz baut und somit auf die Kiste Zugriff hat. Und eigentlich brauche ich den gar nicht mehr, ich Nase. Ah ja, dann nehme ich alles Totes. Gut, das war's mit dem Alienjagen und der Energiekrise bei meiner Fabrik. Währenddessen sammle ich noch ganz schnell hier die Alien-Artefakte auf. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann wieder um die Fabrik kümmern. Einfach weil das ja eigentlich der Sinn des Spiels ist. Ich wollte halt bloß ein bisschen Ruhe vor den ganzen
Außerirdischen haben, werde ich nicht haben. Ich denke mir, ich habe noch einige Basen im Zug. Wo kommen die denn her? Das kann doch keine Basis sein. Nee, aber das sind Beißer, die da noch irgendwie rumhängen. Ah, weg, 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 weg. Ich hoffe, das reicht. Das müsste aber beinahe reichen. Wo die herkamen, weiß ich nicht. Aber sie sind jetzt weg. Ich hoffe, damit habe ich ein bisschen Ruhe, dass nicht die ganze Zeit angegriffen wird. Und ich mich wieder ein bisschen um die Fabrik kümmern kann. So, komm her hier. Ja, ich weiß, ich habe den schon abgebaut. So. Während ich das hier abbaue, mache ich mal sowas wie meinen Abspann. Sprich, ich würde mich gerne über Kommentare freuen, insbesondere über Kommentare, was ihr denn zu dem erweiterten Turmchen kriechen sagt, was mir halt so eingefallen ist. Darum freue ich mich auch. Ganz super toll freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ich weiter Factorio spiele. Und in der nächsten Folge werde ich mal sehen, dass ich zumindest ein Exoskelett kriege, damit ich schneller laufen kann. Vielleicht auch eine Powerrüstung, da brauche ich noch unheimlich viel Materialien und dazu muss ich meine Fabrik weiter ausbauen, was ja nun eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache ist. Das heißt also, in den nächsten Folgen wird die Fabrik weiter ausgebaut, die Ressourcen werden verbessert. Vor allem, wie ich sehe, brauche ich neue blauer Forschungspacks, die gehen mir irgendwie aus und werden nicht nachproduziert, was so ganz und gar nicht nach meinem Sinn ist. Das liegt daran, dass denen die Knickerbocher fehlen. Ich denke, das werden wir als allererstes machen, deswegen stelle ich mich schön neben die blauen Produktionsdinger hin. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis wir uns dann wiedersehen. Tschüss!